Und damit wieder herzlich willkommen zur zweiten Spezialausgabe dieses Content-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt die letzte Ausgabe mit Thomas Reiter schon gehört. Dann wisst ihr ja, wo wir waren und was wir dort gemacht haben. Und nach dem Start von Sentinel 2B haben wir dann noch die Mission-Managerin Bianca Hirsch interviewt. Das war dann schon ernsthaft spät. Wie ihr hört, es ist früh um 5. Die Stimmen gingen zur Neige, aber irgendwie haben wir dieses Interview hinter uns gebracht und wir waren alle glücklich, keine Sorge, auch wenn die Stimmen schon etwas heiser waren. Ja, und die ESA-Leute sind ja auch immer sehr angenehme Interviewpartner. Genau, und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei dem Interview mit der Sentinel-2 Mission-Managerin Bianca Hirsch. Ja, was hat mir gesagt? Wer sind Sie? Was machen Sie? Wie sind Sie dazu gekommen? Ich dachte, wir wären beim Dom. Das waren die. Ah ja, stimmt. Also, wie bist du und wie bist du dazu gekommen? Ja, also, mein Name ist Bianca Hirsch. Ich arbeite für die ESA und ich bin die Mission Managerin für Sentinel 2. Was das heißt, ich bin zuständig für das Sentinel 2 Projekt in dem Moment, wo die Satelliten aus der Commissioning-Phase rauskommen. Das heißt, mit meinem Team zusammen bin ich schon für den Betrieb von Sentinel 2A zuständig. Und wenn jetzt der Sentinel 2B in 3 Monaten aus der Commissioning-Phase kommt, dann kommt der sozusagen auch in meine Verantwortung. Das heißt, das ist das komplette Spektrum vom zusammen mit den Kollegen hier in Darmstadt, den Satellit im Orbit halten, wo er eben sein soll, zu vermeiden, dass er in irgendwelche Space-Debris hineinfliegt, mit den Kollegen in Esrin zusammen die Missionsplanung zu machen, das Bodensegment, die Datenaufnahme an den Stationen, die Daten prozessieren, archivieren und natürlich verteilen. Und das ist auch das Interface zu den Nutzern natürlich, weil das sind natürlich unsere Kunden. Ja, mit denen habe ich teilweise auch schon gesprochen hier. Was sagen die? Sie sind etwas unzufrieden tatsächlich irgendwo ist da ein Interface, das nicht offen ist, das letztens eine Blackbox für die ist. Und wenn da irgendetwas schief läuft, dann haben die ein Problem. Ein Problem mit der datenzeitlichen Verfügbarkeit. Es war etwas zu spät, ich bin nicht mehr ganz durchgedrungen, aber die haben dort halt ein Problem, wenn irgendwo in dieser Blackbox der Software irgendetwas schief läuft, dann ist es sehr schwer von außen zu beurteilen, was ist jetzt gerade schiefgelaufen. Was wir normalerweise machen, ist, wir geben in dem Moment, wo Daten später als 24 Stunden nach Sensing Time rauskommen, geben wir eigentlich Nachrichten raus, wenn was sein kann. Das passiert schon mal. Das ist uns in den letzten Monaten ab und zu passiert, dass der Datenzugang ein bisschen verspätet kam. Das heißt, sag mal, Daten, die am Samstag aufgenommen wurden, kamen dann zum Teil erst am Montag oder am Dienstag auf den Online-Server. Das ist ein Effekt dessen, dass wir extrem viele Nutzer auf extrem vielen Daten haben und die gleichzeitig auf die Daten zugreifen. Ja. Da haben wir dran gearbeitet. Das sollte jetzt eigentlich weniger werden. Aber ich habe nicht mit allzu vielen gesprochen jetzt hier. Der Datenzugang an sich ist offen, ist frei. Wir handeln hier extrem hohe Datenmengen, muss man sagen. Ja. Und das Ganze geht natürlich in einem System mit Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3. Sentinel-2B soll ein Terabyte am Tag an Daten? Ja, sogar ein bisschen mehr, fast 2. Ne? Sind also global 1,7. Ja, jeden Tag eine Festplatte voll? Genau, das ist viel. Also Sentinel sind Erdbeobachtungssatelliten. In welcher Auflösung beobachten denn die Erde? Also Sentinel 2 hat verschiedene Auflösungen. Die beste ist 10 Meter. Das heißt, wir haben 13 verschiedene spektrale Bänder. 4 davon im sichtbaren Bereich lösen 10 Meter auf. Dann haben wir 6 im mittleren und nahen Infrarot, die sind bei 20 Meter Auflösung. Und dann haben wir noch 3 mit 60 Meter Auflösung, die sind zur atmosphärischen Korrektur gedacht. Also dann immer 60 Meter pro Pixel. Pro Pixel, genau. Ja. Und gut, dann das im Vergleich Sentinel 1 hat ja ähnlich gute Auflösungen, auch mit 10 Meter. Sentinel 3 dann hat etwas weniger Auflösung, 300 Meter oder 1 Kilometer, aber dafür eben eine größere Abdeckbreite. Jo, wie ist der Start eigentlich verlaufen? Aufregend. Aufregend. Aufregend, wie natürlich jeder Start. Es lief alles sehr glatt, es lief alles sehr nominell.
Also eigentlich Bilderbuchstart von Beginn bis zum Ende. Wir hatten jetzt am Ende das Deployment der Solarpanels war ein bisschen später, also die Nachricht, dass es geklappt hat, kam ein bisschen später, als wir gedacht haben. Das haben wir gemerkt. Das ist die Reden der diversen Ehrengäste zogen sich doch etwas sehr in die Länge. Ja, genau. Und dann am Ende kam dann die Nachricht, hat geklappt, war wunderbar. Und ja, also dass der Launch insgesamt gut verlaufen ist. Und jetzt sind wir im Leop. Jetzt haben wir 3 Tage rund um die Uhr Betrieb hier im MCR in Darmstadt. Leop, das heißt? Launch und Early Orbit Phase. Das ist eben die Phase, wo wir den Satellit und seine Komponenten in Betrieb nehmen, mit und mit. Und die Star Tracker eingeschaltet und so weiter machen wir auch. Schauen wir an, in welchem Orbit ist der Satellit gelandet. Das machen wir jetzt in jeder, der Leop shiften wird, also angeschaut, in welchem Orbit sind wir, sodass wir am Ende von diesen 3 Tagen wissen, präzise, wo ist der Satellit. Denn der ist ja nicht in seiner Endposition des Orbits gelandet. Der wird jetzt über die nächsten 2 bis 3 Wochen in die Endposition einerseits driften und andererseits manövriert. Ja. Vielleicht können Sie ein bisschen was über die Sensorausstattung sagen. Also Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Spektralbereiche. Was ist zum Beispiel der Vorteil, wenn man die Erde mit Infrarotbereich absucht? Der Sentinel-2 ist ja speziell dafür gebaut und dafür da, dass er eben Landoberflächen anschaut und Küstenbereiche. Landoberflächen mit einem Fokus auf Vegetation, auf das, was auf der Erde wächst. Und in dem Bereich Landwirtschaft, also speziell sagen wir Vegetation, gesunde Vegetation hat ein Reflexionsspektrum. Sonnenlicht trifft auf die Erde und wenn da gesunde Vegetation steht, mit viel Chlorophyll, hat die eine höhere Reflexion im grünen Bereich, deshalb sehen wir es mit dem Auge grün, eine niedrigere im Rot und dann eben steigt das zum nahen Infrarot hin an. Das habe ich im Physikunterricht, also nicht im Unterricht, im Studium dann gelernt. Da wurde dann gesagt, warum sind die Pflanzen grün? Weil sie mit dem grünen Licht nichts anfangen können. Ja, genau. Nur mit dem blauen und dem roten. Ja, genau, nur mit dem blauen und dem roten. Und dann eben haben sie im nahen Infrarot eben geht die Reflexion auch wieder hoch, ähnlich wie im grünen Bereich. Okay. Und das sehen wir halt mit den Spektralbändern. Und dann ist das in Abhängigkeit auch vom, ich sag mal, der Gesundheitsstatus von irgendwelcher Vegetation, von Pflanzen. Wenn die unter Wasserstress kommen oder so, dann reflektieren die mehr, als wenn sie eben gesund sind, genügend Wasser haben. Das heißt, wir sehen am Satellit die Veränderung von diesem Signal. Und deshalb sind wir in der Lage zu sagen, okay, wenn wir uns landwirtschaftliche Flächen anschauen und eine Ernteprognose machen wollen, sehen wir, wenn großflächig die Vegetation unter Stress kommt. Das sehen wir am Satellit. Also es geht ja nicht nur darum, also es wird jetzt viel über Erntevorhersage geredet, genau, in Bezug mit Sentinel-2B. Es geht ja, so wie ich das verstanden habe, nicht nur darum zu sehen, okay, wie groß ist das Feld und wie sehr strahlt es, sondern man kann auch sagen, wie gesund sind die Pflanzen. Genau, wir können erstens sehr genau, weil Sentinel-2 hat eine hohe geometrische Präzision. Wir sind bei ca. 8 Metern geometrischer Präzision, ohne die Daten noch nachprozessiert zu haben. Das heißt, wir sehen Lage genau, wo sind die Felder. Wir sind in der Lage, aufgrund der 13 spektralen Bänder die unterschiedlichen Ackerfrüchte zu unterscheiden. Das ging früher mit weniger Spektralbändern, geht das relativ schlecht. Und wir sind jetzt in der Lage, da Klassifikationsgenauigkeiten von, ich sag mal, 90% und höher automatisiert zu erreichen. Das ist halt wesentlich mehr als früher. Ohne dass man irgendeinen Zensus von irgendwem braucht. Genau. Natürlich werden auch stichprobenartig immer In-Situ-Daten erhoben, ob das, was wir klassifizieren, richtig ist. Aber die Klassifikationsgenauigkeit ist extrem hoch gegangen. Und wir können jetzt eben verschiedene Ackerfrüchte, die man früher nicht auseinanderhalten konnte, unterscheiden. Ich sag mal Sonnenblumen von Mais oder verschiedene Arten von Winterweizen. Wir können zum Beispiel sehen, wie intensiv oder extensiv wird Grünland genutzt, wie oft wird das geschnitten. Und das ist natürlich extrem praktisch, wenn es um Subventionszahlungen in der Landwirtschaft geht, dass man wirklich jetzt mit Sentinel-2 flächengetreu schauen kann, sind diese Subventionszahlungen zurechtgezahlt worden. Sicherlich auch um Marktprognosen und so weiter. Genau, sowas. Ja. Also da ist eine ziemliche Breite an Anwendungen. Und die Daten kann ja jeder nutzen. Richtig, genau. Gibt es da irgendwie, also eine Beschränkung, wenn jetzt irgendwie
ein wirklicher Großanwender diese Daten kostenlos nutzen will, müsste der dann zahlen? Oder ist das wirklich für alle kostenlos verfügbar? Es ist für alle kostenlos verfügbar. Die Daten stehen alle online und jeder kann die Daten runterladen. Entweder mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder einem API-Server, dass man sich ein Skript schreibt und zieht Daten, die man speziell haben will, automatisiert runter. Das war von Anfang an im Sentinel-Programm so vorgesehen? Das war lange in der Diskussion, aber es war weit vor dem Start des ersten Sentinels ist das entschieden worden, dass die Daten eben frei verfügbar sein sollen. Und man sieht halt heute wirklich, der Mehrwert, den das generiert, der ist weit über dem, was man über den Verkauf von Daten hätte reinholen können. Jo. Wir hatten noch eine Frage zur Debris Avoidance, also die Frage, was passiert mit Sentinel, wenn er seine Lebensdauer überschritten hat. Ja, also tatsächlich hat sich davon jetzt während der Veranstaltung haben sich einige Fragen, die wir vorher hatten, auch schon geklärt. Ja, vielleicht könntest du das nochmal erklären, wie das dann funktioniert am Ende der Lebensdauer. Am Ende der Lebensdauer. Also wir haben natürlich während der gesamten Lebenszeit auch die Kollegen hier vom Space Debris Office, die schauen sich das natürlich an und wir fliegen auch, wenn nötig, ein Ausweichmanöver, wenn da Space Debris kommt, am Ende der Lebenszeit. Wir unterliegen in der ESA einer Konvention, dass am Ende der Lebenszeit noch so viel Treibstoff, sage ich jetzt mal, an Bord sein muss, dass der Satellit so gesteuert werden kann, dass er innerhalb von 25 Jahren eben in die Atmosphäre eingeführt wird und dort verglüht. Und dem werden wir auch folgen mit Sentinel 2. Das heißt, es ist genügend Hydrazin an Bord. Wir können den Satellit steuern und das wird am Ende der Lebenszeit dann auch passieren. Wie lange ist denn die Lebensdauer jetzt geplant? Nominell sind es 7 Jahre. Wir haben Treibstoff für 12 Jahre plus eben den Teil, den wir noch brauben, um aus dem Orbit rauszukommen. Also nach 7 Jahren wird dann quasi Verlängerungsantrag gestellt und dann nochmal geschaut. Nee, das jetzt nicht unbedingt. Ich sage mal, diese 7 Jahre nominell, das ist das, wo sozusagen die Garantie in Anführungszeichen vom Satellitenbauer. Wenn nichts schief geht, das ist das die nominelle Zeit. Und da müssen wir halt sehen, wir haben jetzt A und Juhu, seit heute Nacht B im Orbit, C und D von Sentinel 2 sind schon im Bau. Das heißt, der C sollte um 2020 fertig sein und D um 2022. Und die Idee ist, dass A und B später ersetzt werden durch C und D, sodass die Reihe, die Messungen nie aufhören. Und dann kann man halt schauen, wenn der Satellit noch lebt und gesund ist und man könnte ihn eigentlich weiter betreiben, das wird dann zusammen mit der Kommission, Europäischen Kommission zu entscheiden sein, was passiert, wenn die eben länger als ihre nominelle Lebenszeit sind die operieren. C und D dann wieder identisch zu A und B? Ja, die sind identisch. Also okay. Da würde jetzt auch, wenn es einen technischen Fortschritt in der Sensortechnik gäbe, würde der jetzt da nicht mehr eingebaut, um halt neue Fehler zu vermeiden? Also es gibt kleinere Änderungen, Verbesserungen, die in C und D eingegangen sind. Aber ich würde mal sagen, 99% ist das, sind die baugleich. Weil sie eben jetzt schon, der Vertrag ist vor, ich glaube, anderthalb Jahren schon unterschrieben worden. Das heißt, die sind im Bau. Und wenn man den Vertrag rausgibt zum Satellitenbau, müssen natürlich die Spezifikationen eingefroren sein, sodass das eben dann so ist. Dann geht es natürlich weiter in Copernicus. In der Diskussion ist Sentinel Expansion, Next Generation, das soll ja über viele Jahre weitergehen und da wird dann natürlich neue Technologie einfließen. Da sprechen wir aber dann über Launches, die nach 2027 kommen, also in die 2030er Jahre. Ja. Wenn zumindest ich dann in Rente bin. Du hattest noch die Frage mit, warum nicht mehrere kleinere Satelliten? Ach ja, genau. Das hängt auch damit zusammen, ich habe mir keine echte Vorstellung davon gemacht und auch noch nicht machen können, wie groß die Sensoren tatsächlich sind. Es gibt ja durchaus jetzt eine Firma, die jetzt vor kurzem von der indischen Rakete die 104 Satelliten gestartet hat, 88 Satelliten gestartet hat und damit Bilder macht, die 5 Meter Auflösung auf der Erde haben. Und ein klein wenig stellt man sich dann natürlich sofort die Frage, Moment, die kriegen das mit diesem kleinen CubeSats hin, warum kriegt man das dann nicht auch damit hin? Natürlich sind längere Wellenlängen, man braucht empfindlichere Detektoren und so weiter. Genau. Ja.
Also bei Sentinel-2, der Unterschied, natürlich gibt es neuere Generationen von Sensoren, speziell auch diese kleinen Satelliten. Meistens beschränken die sich auf den sichtbaren Bereich. Je mehr das ins Nahe und vor allem ins mittlere Infrarot reingeht, umso schwieriger wird die Technologie. Erstens kostet die, zweitens ist die vom Bau her größer, das Instrument ist größer. Bei Sentinel-2 haben wir natürlich auch die wahnsinnige Abdeckbreite mit 300 Kilometer, so kleinere Satelliten, die haben das nicht. Die sind, manchmal nenne ich es böse, die Briefmarken. Die haben dann halt eine Abdeckung, die ist, was weiß ich, bei 20, 30, 40, 50 Kilometern vielleicht, aber die haben eben nicht bei einem Überflug die 300 Kilometer, die Sentinel-2 hat. Ah ja, und daher kommen dann auch die entsprechenden Datenmengen. Da kommen die Datenmengen her, genau. Ja. Kann man die Kameras dann immer noch steuern, dass man sagen kann, welche 300 Kilometer man genau nimmt oder fährt es immer die gleichen 300 Kilometer? Wir haben 90 Grad nach unten. Ne? Ja, wir haben einen Referenzorbit und wir schauen bei Sentinel-2 Nadir, also wirklich genau nach unten. Theoretisch kann der Satellit gedreht werden, aber das würde extrem lange dauern, sodass wir in der Zeit, wo wir den drehen, keine Aufnahmen machen. Insofern operieren wir den wirklich nur, dass wir gerade nach unten schauen und der ist systematisch an. Sobald wir über Land fliegen, ist er an, also auf der sonnenbeschienenen Seite natürlich nachts nicht, sodass der systematisch eben Daten aufnimmt und daher eben auch die Riesendatenmengen. Also auf Land, über Wasser nimmt er dann nichts auf? Wir haben Land plus 20 Kilometer Küstenstreifen, plus wir nehmen Inseln auf, die größer als 100 Quadratkilometer sind. Und typischerweise, ich sag mal, wenn wir über die Ostsee fliegen oder über die Nordsee fliegen oder über das Mittelmeer, das lohnt sich nicht. Das schaffen wir gar nicht, das Instrument auszuschalten und wieder ein. Das heißt, über geschlossenen Meeresgebieten, so wie diesen, bleibt er einfach eingeschaltet. Aber da können keine brauchbaren Daten draus gezogen werden, wenn man das quasi über Gewässern macht, dass man irgendwie Fischschwärme erkennen könnte oder sowas. Dafür wird die 10 Meter Auflösung nicht reichen. Der Satellit war eben ausgelegt als ein Landmonitoring-Satellit und demzufolge nehmen wir über dem offenen Ozean nicht auf. Aber bei Bedarf kann man dann ja jederzeit auch sagen, okay, hier war auf der kleinen Insel ist irgendwie ein Sturm gewesen und wir müssen jetzt gucken, ob da überhaupt noch was wächst, wie groß sind die Schäden, dann kann man jederzeit immer noch das wieder einschalten. Genau, sowas machen wir dann, wenn irgendwie, ich sag mal, eine Überflutung oder irgendwas ist. Dass man sieht, auf so kleineren Inseln war was oder ein spezielles Gebiet, wo es eben von Interesse ist, was wir gemacht haben jetzt mit Sentinel-2A. Ursprünglich hatten wir nicht vor, die Antarktis abzudecken. Das war in den ursprünglichen Requirements der Mission nicht drin. Da hätten wir in der Südspitze von Südamerika aufgehört. Aber einer der Copernicus Services, der Marine Copernicus Service, der hat eben dann angefragt, dass auch Sentinel-2 das Monitoring der Eisberge in der Antarktis unterstützen soll. So haben wir angefangen. Und dann kamen jede Menge Anfragen nach. Naja, wenn ihr technisch könnt, dann nehmt doch bitte die Antarktis auf. Und das haben wir dann mit der Kommission vereinbart und haben jetzt über den südlichen Hemisphärenwinter auch die Antarktis aufgenommen. Ja, da fällt mir gerade eine Frage ein, wo ich nicht dazu gekommen bin, die mal zu stellen, jemand, der dafür verantwortlich ist. Es gibt so eine kleine Sendestation auf den Kerguelen, eine Inselgruppe, die ich einfach nur mag, weil sie halt einfach, wenn sie kein Schwein kennt, mitten im Ozean ist. Teil von Frankreich, ja. Ja, ja. Genau. Ist da eine ständige Besatzung eigentlich da? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass da eine Station ist. Zu Envisat-Zeiten wurden da Radardaten eben empfangen. Das weiß ich jetzt nicht, ob die Station permanent. Ich gehe davon aus, ja. Okay. Das war aber einfach bloß wir empfangen keine Sentinel-2-Daten auf den Inseln. Also wir haben vier Empfangsstationen, aber Kerguelen gehört nicht dazu. Das fiel jetzt bloß die ganze Zeit ein, weil ich habe die Frage irgendwann im Kopf gehabt und dann nie jemanden stellen können. Ja. Ja. Hatten wir noch weiter? Weitere Fragen gehabt? Ich glaube, wir sind soweit durch. Ja. Ich hätte noch eine ganz praktische Frage. Ich habe mich ganz gefragt, warum ist Sentinel eigentlich asymmetrisch? Also warum ist das Solarpanel nur auf einer Seite? Wissen Sie das zufällig?
Oh Gott, da müssen Sie jetzt einen Ingenieur fragen, der im Bau involviert war. Das weiß ich jetzt nicht. Ist ja irgendwie auch ungewöhnlich, dass Satelliten so asymmetrisch gebaut sind. Ja, aber das Solarpanel ist meistens nur zu einer Seite. Wenn die Radarantenne bei Sentinel 1, die ist symmetrisch zu beiden Seiten, aber das Solarpanel. Ja, gut, Das ist halt frei drehbar, dass es eben genau in die Sonne gedreht werden kann. Aber es gibt ja auch Satelliten, die Solarpanel irgendwie drauf montiert haben oder ein. Ja. Je nach, also das ist eine Frage wahrscheinlich, die beim Bau beschlossen wurde, aber die genauen Hintergründe, warum das jetzt auf der Seite ist, nicht auf der anderen, da muss ich passen. Ich glaube, eine Antwort von den Einstiegsfragen waren Sie uns schuldig geblieben. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Ah ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe ursprünglich Geowissenschaften studiert und habe lang mit einer Spezialisierung auf Erdbeobachtung, das heißt, ich war lange Jahre auf der Nutzerseite. Ich habe viele Projekte gemacht, im Zusammenhang eben auch mit optischen Satellitendaten, mit Vegetationsmonitoring, Biodiversität, im DLR, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, viele Jahre lang. Und habe mich dann, weil es mich einfach interessiert hat, so ein bisschen in den europäischen Raum zu gehen, habe mich dann bei der ESA beworben. Auf die erste Stelle, die ich damals hatte. Und das ist dann ja letztendlich eine Managementposition gewesen, wo ich selber leider nicht mehr mit Daten gearbeitet habe. Aber der Job war, mein heutiger Job als Sentinel-2 Mission Manager ist recht nah an der Nutzergemeinde dran, sodass man immer noch die Interaktion hat und so mitbekommt, was passiert mit den Daten, was gibt es für Anwendungen. Das ist extrem spannend. Ja, und wie geht's dann weiter? Nach Sentinel? Oder ist man damit dann ausgelastet, wenn man jetzt sagt, okay, ich betreue jetzt Sentinel 2B oder ja, nein, das 2A, Sentinel-Programm 2B, genau, nicht das Ganze. Also ich bin zuständig für Sentinel 2A und 2B. Ich habe noch andere Satelliten, unter anderem ProbaV. Bin ich auch Mission Manager. Das ist auch eine ESA-Mission, die sich mit Vegetation beschäftigt. Damit ist man ganz gut ausgelastet. Ja, okay. Und wenn die Sentinels diese Lebenszeit, über die wir eben gesprochen haben, wenn die erreichen, dann denke ich, bin ich wirklich kurz vor meiner Rente und schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt immer spannende Möglichkeiten in der ESA. Jo. Okay, dann. Das klang nach einem guten Abschluss. Ja. Super. Danke, dass Sie sich noch so früh am Morgen, oder dass du dir noch so früh am Morgen die Zeit genommen hast. Gerne. Ich glaube, jetzt können wir alle ins Bett gehen. Okay. Vielen Dank. Alle, die nichts weiter zu tun haben. Ja. Super. Ja.